Russland setzt in der Ukraine laut dem dortigen Präsidenten Zelensky auf einen Abnutzungskrieg. Das zeige sich auch in den vermehrten Drohnenangriffen der vergangenen Tage. Die Menschen sollten erschöpft werden, genauso die Luftverteidigung und die Energie. Erschöpfung merkt man aber auch auf der russischen Seite, denn in der Region Donetsk gesteht Moskau hohe Verluste ein. Dutzende Reservisten sollen in Makivka gestorben sein. Der größte Verlust für Russland in diesem Krieg. Der aktuelle Kriegsüberblick von Sandra Sattmann. Nur noch Trümmer sind übrig von diesem Militärquartier in Makivka im russisch besetzten Donbass. Die Ukraine habe mit 6 HIMARS-Raketen angegriffen, sagt das russische Verteidigungsministerium und zählt 63 tote Soldaten. Die Ukraine spricht von 400. Unterdessen setzt Russland seine Angriffe mit Kamikaze-Drohnen fort, bewusst nachts. Es ist laut, auch in der Hauptstadt Kiew. Drohnenangriffe, am nächsten Morgen das ganze Ausmaß der Zerstörung. Dieser ältere Herr hat seine Schwiegertochter bei dem Angriff verloren. In den beiden Tagen des neuen Jahres hat die ukrainische Flugabwehr bereits mehr als 80 iranische Drohnen vom Himmel geholt. Der ukrainische Präsident Zelensky glaubt, dass Russland sein Land damit zermürben wolle. Wir haben Informationen, dass Russland langwierige Attacken mit iranischen Drohnen plant. Ziel soll die Erschöpfung sein, unserer Menschen, unserer Luftabwehr, unserer Energie. Aber wir müssen und werden alles dafür tun, dass dieses Ziel der Terroristen vergebens ist. Entsetzliches kommt nach dem Abzug der Russen ans Licht, wie hier in und um die befreite Stadt Kharkiv. Während die russische Armee dort weiterhin die Infrastruktur bombardiert, entdeckt die Polizei 25 Folterlager. Dort seien ukrainische Bürger unter unmenschlichsten Bedingungen von russischen Soldaten festgehalten und gequält worden. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.